Hallo meine Lieben, heute drehe ich schon meinen dritten bzw. zweiten Haul. Also nicht wundern, dass ich irgendwie ständig gleich ausschaue. Ich habe nicht die ganze Zeit dasselbe an. Und auf jeden Fall habe ich heute einen Lush-Haul für euch, denn ich war letztens wieder bei Lush und sie haben jetzt all die neuen bzw. wieder dazugeholten Weihnachts-Editions und Badekugeln und Duschgels. Es gibt so viel tolles Neues dort, dass man wirklich nicht weiß, wo man als erstes schauen soll. Und deswegen möchte ich euch einfach nur mal zeigen, was es denn jetzt alles gibt. Ich beginne mit zwei Dingen, die ich eigentlich online bestellt habe und die jetzt nicht wirklich zu den Weihnachts-Editions dazu gehören. Und zwar ist es einmal der Hagen Bath Ball. Da ist jetzt keine Beschreibung drauf, ich glaube, die ist irgendwie weggegangen. Auf jeden Fall riecht er nach Minze und beinhaltet, glaube ich, auch Schokostückchen. Das heißt, es ist so eine Art Minze-Schokoball. Und dann habe ich mir noch bestellt den Ma-Ba. Okay, ich kann das nicht aussprechen. Das riecht so unglaublich nach Vanille und Schoko. Also das ist das perfekte Bad für mich jetzt für den Herbst- und Winterübergang. Da in der Mitte ist ein Zuckerwürfel und das ist eben Schokolade und das ist Vanille und das ist köstlich. Dann beginne ich jetzt einfach einmal mit den eigentlichen Winter-Editions. Hallo Mama. Okay, sorry, bin gerade kurz unterbrochen worden. Also ich beginne mit dem Candy Mountain. Den kennen einige von euch wahrscheinlich schon. Angeblich hat jetzt eine verbesserte Rezeptur oder so. Irgend sowas hat mir die dort gesagt. Und der sieht jetzt, oder ich glaube das Design wurde einfach nur geändert, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sieht der jetzt so aus und der riecht unglaublich gut. Also ich freue mich schon echt darin zu baden und das ist eben ein Schaumbad und den müsst ihr dann unter dem Wasser so zerbröseln. Und ach, das ist so herrlich. Ich gehe weiter mit dem Mumpkins Bubble. Die Beschreibung ist, Mumpkins sind süß, pink und duften köstlich nach Himbeeren. Da ist jetzt leider nur so eine Zacke abgebrochen. Das ist eben ein kleiner Kürbis mit echten Schokostückchen drauf. Also ich würde das jetzt ehrlich gesagt gern essen, weil es echt gut riecht. Und ja, also ich finde das perfekt auch so für Halloween und so Herbst, weil es irgendwie so diese Halloween-Stimmung hat, finde ich. Als nächstes machen wir weiter mit dem Bombardino. Und zwar sieht das so aus. Und das ist wirklich das absolut Beste, was ich je von Lush gerochen und gesehen habe. Das Ganze sieht so aus und jetzt mal ehrlich, das sieht doch schon total lecker aus. Das soll ein Sahnehäubchen darstellen und das Ganze riecht nach Kaffee und Schokolade und nach Süßigkeiten und nach Keksen und da vorne sind ebenfalls wieder zwei Schokostückchen drin und wow, also wirklich, das müsst ihr ausprobieren. Dann, um weiterzumachen, habe ich hier den Magic Wand, immer wieder weiterverwendbar, Zauberstab für fast unendliches Schaumvergnügen. Und zwar ist das dieser Stab, mit dem ihr einfach in das Wasser geht. Der sieht so aus und der riecht auch himmlisch gut, wie so dieses Creamy Candy. Hat aber noch was anderes irgendwie dabei. Und mit dem rührt ihr dann eben so in eurer Badewanne wie in einem Kochtopf. Und ich finde die Idee schon allein wirklich süß. Und ich glaube, den gibt es ja auch schon länger. Also vielleicht kennen das einige von euch. Wir sind dann eigentlich eh schon wieder bald am Ende angekommen. Und eine der letzten Badekugeln, die ich mir geholt habe, war das Luxury Lush Pad. Sie sollten sich Namen überlegen, die Menschen aussprechen können. Okay.
hört, ich schreibe es euch unten rein. Und zwar sieht das, ich finde, das ist ja das Lustigste von allen, sieht das so aus und das ist halt eben speziell für Weihnachten. Und ich finde, das riecht richtig gut nach Tannenbäumen und nach Weihnachtsmärkten, so gebratene Mandeln und so. Und da oben ist so ein kleiner Mistelzweig drinnen, was ich auch richtig süß finde. Und wow, das riecht einfach so verdammt gut. Das vorletzte wäre dann der Snowman. So wie es der Name schon sagt, das ist ein Schneemann. Und zwar sieht der diesmal so aus. Ich finde den total herzig und der riecht auch richtig gut und sieht auch wirklich wie ein Schneemann aus. Und dann zum Abschluss, das Beste kommt zum Schluss, das ist unbeschreiblich gut. Und zwar ist es der Sindesball. Das riecht so verdammt gut nach Punsch und Zimt, das ist wirklich unglaublich. Und man hat wirklich das Gefühl, man trinkt irgendwie so gerade Punsch. Also, wow. Es gibt natürlich noch vieles anderes Neues, was richtig toll auch ist. Nur leider hatte ich dann nicht mehr Geld dabei, um dann vielleicht noch das ein oder andere mitzunehmen. Und ja, soweit war es das von dem Lush Haul. Das Sackerl ist jetzt hier leer. Und ich werde euch die ganzen Preise dann noch unten in die Infobox schreiben. Und ja, ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein bisschen angeregt, um zu Lush reinzuschauen und sich vielleicht ein paar Bäder auch zu kaufen, weil es einfach göttlich riecht. Und vor allem jetzt für die kalte Jahreszeit ist es einfach perfekt. Und ja, somit wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es so ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Whoa.